So, und jetzt nehmen wir das alles zusammen. Wenn ich eine Funktionsgleichung dieser Gestalt habe, habe ich alle drei bisher behandelten Transformationen zusammen. Das hier verschiebt in x-Richtung. Ich lasse jetzt hier auch negative d zu, dass ich hier nicht plus minus schreiben muss, und auch negative e, dass ich hier nicht plus minus schreiben muss. Das müsst ihr noch beachten. Fast immer stehen hier aber ganz konkrete Zahlen, sodass ihr das Problem mit der Fallunterscheidung nicht habt. Also hier, das, was direkt bei dem x steht, verschiebt in x-Richtung. Hier am Ende das plus e verschiebt in y-Richtung. Und dieses a, das war der Fall, den wir gerade diskutiert haben, der staucht oder streckt in y-Richtung. Jetzt ganz wichtig, dass ihr das selber anwendet. Ihr sollt in der Übung 4.7 oder Aufgabe 4.7 beschreiben, wie die Parabel dort aus der Normalparabel entstand. Also, das war diese Aufgabe hier. Video bitte kurz pausieren und selber aufschreiben, was diese drei Zahlen hier für einen Einfluss auf die Normalparabel haben und wie dadurch aus der Normalparabel das Schaubild Kf dieser Funktion entsteht. Okay, hier die Lösung. Das ist wie immer die Normalparabel. Und jetzt gucken wir. Weil hier minus 2 direkt bei dem x steht, wird die Normalparabel um 2 in x-Richtung verschoben, und zwar in positive x-Richtung. Ja, nicht verwirren lassen durch das minus 2. Diese plus 1 verschiebt die Normalparabel um 1 nach oben. Und dieses minus 1/2 macht zwei Sachen. Das Minus spiegelt zunächst mal hier an der x-Achse, und das 1/2 staucht noch in y-Richtung. Also insgesamt wurde hier die Normalparabel verschoben in x-Richtung um plus 2, in y-Richtung um 1. Bevor ich sie verschoben habe, wurde die Normalparabel gestaucht in y-Richtung und gespiegelt. Die Reihenfolge ist hier sehr wichtig. Wenn ich nämlich die Normalparabel hier zack, zack verschiebe und dann spiegle und stauche, dann kriege ich natürlich was anderes. Also ihr müsst zuerst hier die Stauchung und Spiegelung ausführen und dann die Verschiebung, um hier das korrekte Schaubild zu bekommen.